Herr im Himmel, ich weiß, die Masse spricht dich mit Vater unser an, aber wir beide haben uns ja auf ein Vater meiner geeinigt. Du hast mich auf die Erde gesandt zum Kampf gegen die Widernatürlichkeit des Sozialismus, um das lähmende Gift aus Sozialstaatlichkeit und gewerkschaftlicher Lohnwucherei aus deinen Tempeln zu peitschen. Deswegen hast du meinen Amtsvorgänger abgesetzt und mich zum Bundespräsidenten berufen, ja gar zum Ehrendoktor. Und ich bin mir dieser Würde auch durchaus würdig. Aber Vater meiner, warum lässt du zu, dass ausgerechnet aus dem Vatikan deinem treuesten Sohn auf Erden, nämlich mir, nur Steine in den Weg geworfen werden? Du kannst doch diesen Papst Franziskus nicht länger auf dem heiligen Stuhle dulden. Er verdirbt unsere Jugend, die Gemeinschaft der Gläubigen, und er verhöhnt die heilige Mutterkirche, die himmlische Ordnung aus oben und unten und die Vatikanbank. Ich will wörtliche Zitate dieses populistischen Hasspredigers und Verschwörungstheoretikers vortragen. Zum Beispiel, damit das System fortbestehen kann, müssen Kriege geführt werden, wie es die großen Imperien immer getan haben. Jawohl, das hat er gesagt. Und diese Wirtschaft tötet. Wie kannst du zulassen, dass ein Papst derart gegen die freie Marktwirtschaft predigt, jetzt, da wir beide den Kommunismus niedergerungen haben? Er spricht von einer Diktatur der Wirtschaft ohne ein wirklich menschliches Ziel. Das hat er gesagt, Vater meiner. Ich frage dich auch als Amtsbruder. Erkennt man einen Kommunisten nicht auch immer an solcherlei Worten? Achtung, ich zitiere wieder. In diesem System ist alles Schwache wehrlos gegenüber den Interessen des vergöttlichten Marktes. System, System, dieser sogenannte Oberhirte geifert wie ein Rotarmist. Vater meiner, du weißt, wie ich für dich und den freien Markt in der bestialischen DDR-Diktatur gelitten und Widerstand geleistet habe. Darf dieser Papst auf dem Petersplatz völlig ungestraft von der Tyrannei eines vergötterten Marktes reden? Sicher, die FAZ kritisiert den neuen Papst als spätmarxistischen Theoretiker. Aber Herr im Himmel, solange er tun kann, als würdest du hinter ihm stehen, kämpft unsere freie Presse gegen ihn auf verlorenem Posten. Weitere Zitate gefällig, mein Vater. Das Geld muss dienen und nicht regieren. Das ist jetzt ja lupenrein Sarah Wagenknecht. Oder das hier. Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Vater meiner im Himmel, bevor weiteres Porzellan zerbrochen wird, mache diesem Treiben schnellstens ein Ende. Wie viele Päpste hast du schon durch Zyankali oder andere Nahrungsergänzungsmittel in die heiligen Jagdgründe abberufen? Tu deine Pflicht. In Opus Dei. Amen.